on this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song. Hallo und willkommen zur ersten Vlogmas-OS-Folge. Das ist spannend. Das klingt cool. Vlogmas-OS, was bedeutet was, denn? Was heißt das? Ja, weil, also plötzlich Weihnachten ist ja der Untertitel. Heißt das Untertitel? Wie nennt man das? Titel und dann? Der Claim. Plötzlich Weihnachten. Was das zu bedeuten hat, das werden wir euch gleich sagen. Aber wir müssen das Haus verlassen, deswegen werden wir es euch gleich im Auto sagen, denn wir bringen jetzt heute Pappe weg. Viel Spaß mit der ersten Folge. Tja, nun sitzen wir im Auto und wir bringen Pappe weg. Und wir haben ja gesagt, wir machen Vlogmas OS. Das heißt, wir wollen jetzt bis Weihnachten vloggen. Und das hat folgenden Grund. Wir waren eingeladen bei meiner Mutter zu Weihnachten und am nächsten Tag hätten wir uns mit Freunden getroffen und dann mit Holgers Familie den Tag danach. Und ja, mehr und mehr haben dann auch vernünftigerweise abgesagt, was wir natürlich auch verstehen und unterstützen. Hat uns jetzt aber in die Situation gebracht, dass wir eigentlich ja jetzt einfach nur ein paar Tage in Bottrop gewesen wären, um dann zurück nach Lübeck zu fahren. Heißt, Vlogmas OS, plötzlich Weihnachten, plötzlich ist alles anders. Wir bleiben in Bottrop und haben gar nichts dekoriert. Also wollen wir... Das war zumindest der Plan, dass wir gar nichts... Das war der Plan. Ja, eben Weihnachten nach Lübeck fahren wollten. Richtig, also haben wir jetzt gesagt, jetzt eskalieren wir. Wir holen die Weihnachtsdeko aus dem Keller. Wenn wir da durchkommen, das wird so ein bisschen Game-Show-mäßig vor Boyard. Schaffe es an den Schrank mit der Weihnachtsdeko durch 30 Kisten Papiere. Also alles, was so im Keller steht. Ne? Und ich muss jetzt nochmal eine Glühbirne, eine LED-Birne bestellen. Die ist wunderschön. Ich blende sie euch mal ein. Die wollen wir einem Freund schenken, weil der die gleiche Lampe hat. Und die soll einfach nur dekoratives Licht sein. Und die meisten Lampen sind dann einfach zu hell. Die hat aber so ein richtig schönes, muckeliges, gedimmtes Licht, kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch den Link mal unten in die Infobox. Richtig tolle Sache. So. Tja, jetzt sehen wir uns doch nochmal aus dem Auto wieder. Der Wertstoffhof hat zu. Obwohl online steht, dass er auf hat. Boah, Leute. Ja, also haben wir uns jetzt gesagt, gut, dann fahren wir jetzt nach Hause. Wir sind jetzt gerade in Kirchhellen. Fahren wir am Moviepark vorbei, um einmal ein bisschen Freizeit... Gucken wir mal, wie es da aussieht im Winter. Im Winter? Wie soll es denn da aussehen? Geschlossen wahrscheinlich. Natürlich. Und jetzt wird Corona sowieso. Ja. Jetzt sind wir am Moviepark angekommen und so, ja, die bauen ja eine neue Attraktion in der Halle und denken so, boah, ja, es riecht hier, man riecht, dass die arbeiten, das riecht so wie beim Schweißen und so. Und dann sagt Holger, nee. Das ist das Auto. Ist das Auto. Und dachte so, okay. Unser Auto. Auf dem Weg hierhin hat er überhaupt nicht angezogen. Also war so, und kam nicht in die Puschen. Aber das ist ja schon länger so, ne, dass der irgendwie nicht in die Puschen kommt. Aber jetzt so wird es immer schlimmer. Und ja, dann haben wir Öl getestet und da ist Minimum drin, also ganz, ganz knapp. Jetzt hilft uns ein Freund, der uns Öl mitbringen möchte. Aber wir wissen nicht, was mit dem Auto ist. Das fehlt uns jetzt auch noch. Das können wir uns eigentlich gar nicht erlauben, dass das Auto jetzt Mucken macht. Schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Parkplatz, wo die ganzen, bis der Freund da ist, gehen wir zum Parkplatz, wo die Schienen liegen und gucken uns mal die Schienen an. Da sind wir neugierig, wir sind ja Freizeitpark-Nerds. Holger, was sehen wir hier? Machen uns mal hier den Berichterstatter. Wir sind ganz brav außerhalb des Bauzauns. Man kann aber sehen, dass hier Achterbahnschienen liegen. Wie ihr seht, sind das auch wie bei einem Bausatz für, sag ich mal, Spielzeug, einfach nur einzelne Teile, die zusammengesetzt werden. So sieht eine Achterbahn nicht aufgebaut aus. Wobei das hier keine Spielzeugachterbahn wird, sondern eine ausgewachsene Mischung aus Achterbahn und Themenfahrt. Mhm. Ja, wir sind schon sehr gespannt. Wir freuen uns da schon drauf. Und das ist jetzt eher Zufall, dass wir hier vorbeigekommen sind und jetzt auch hier eine Autobahn haben. Aber so kann es laufen. Ja? So kann es laufen. Aber ich freue mich auch drauf. Ich finde das cool. Vor allem ist es voll mein Thema. Das wird eine Studio, Hollywood-Studio-Tour. Also mit Kulissen und so, da freue ich mich drauf. Das wird gut. Also bin ich fest von überzeugt, dass es gut wird. Jo.
Oh, das mit dem Auto, das macht mir Sorgen. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir können es nicht gebrauchen. Ich kann es seelisch nicht gebrauchen. Ich gehe nur noch so, dann filme ich meine Augen von unten, dann habe ich nicht so eine Tränensäcke. Oh, schön. Ja, das ist also unsere Beschäftigung. Das macht man, wenn man die Pappe nicht wegbringen konnte. Dann fährt man einfach zum Moviepark auf dem Parkplatz, wo man ganz alleine ist. Keine Menschen da sind, einmal die Beine vertreten und dann wieder nach Hause. So, wir sitzen jetzt im Auto und es wird dunkel. Und es wird dunkel und der Händler, dem der auch ein Freund ist, dem haben wir geschrieben, dass der Auto macht Probleme. Problem. Kann ich nicht besprechen, das ist verrückte Sache. Ich weiß auch nicht, warum das macht das so Quatsch. Ich will einfach nur nach Hause. Auf jeden Fall hat er mich dann direkt angerufen und hat uns dann gesagt, Jungs, wo seid ihr? Dann haben wir gesagt, wir sind gerade in Kirchhellen. Halbe Stunde bin ich bei euch. Das ist voll lieb, ne? Ja, bin ich auch voll happy. Das hoffe ich auch. Ich habe es ja gesagt, ich liebe dieses Auto nicht, aber ich schätze es sehr, ne? Vielleicht hätten wir das nicht sagen sollen. Vielleicht, sagt vielleicht hätten wir einfach gar nichts sagen sollen. Vielleicht sagt der Wagen sich jetzt auch, schätzen reicht mir nicht. Ich schätze euch sehr, aber mögen tue ich euch nicht. Armes Auto. Naja, oh jetzt warten wir. So, es ist jetzt über eine halbe Stunde vergangen. Da steht das Auto. Holger sitzt drin. Und jeden Moment müsste der Freund kommen, der sich gemeldet hat. So, wir sind immer noch im Moviepark. Und es ist total... Also wir sind, anders als geplant, nicht zu Hause. Sondern... sitzen hier noch am Moviepark im Auto. Zwischen Pappkartons. Zwischen Pappkartons und ja. Und wir haben noch nichts gegessen. Gegessen haben wir nichts. Und wir sind trotzdem überhaupt nicht maulig. Nö, tatsächlich nicht. Also ich bin gespannt. Dekorieren werden wir heute auf gar keinen Fall. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Und es ist Vlogmas OS. Kriegt eine neue Bedeutung. Oh Gott, ich bin gespannt. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln in der Pampa, in der Einsamkeit. Ach, scheiße, ey. Ohne Licht. Ohne was zu fressen. Gott sei Dank. Das ist so furchtbar. Wir könnten jetzt schon... Es ist kein Clickbait. Ihr seht das, Leute. Es war so nicht geplant. Eigentlich war Vlogmas OS gedacht so, oh, Weihnachten ist auf einmal da und wir sind im Bottrop und wir müssen alles noch dekorieren und so. Hättest du dem einfach einen anderen Namen gegeben? Jetzt müssen wir ein entsprechendes Thumbnail machen. Komm, wir nehmen das Kartenspiel. Wir nehmen ein Kartenspiel? Ja, wir haben so ein tolles Spiel, was ich an dir liebe. Das Fragenspiel für Paare. Ja, ich bin gespannt. Ich hole mir mal mit. Nicht aus Versehen kotzen, Leute. Es wird romantisch. Wenn du mich mit einem einzigen Wort beschreiben müsstest, was wäre das? Kreativ. Das kam aber sehr schnell. Ja, du bist einer der kreativsten Menschen, die ich kenne und das liebe ich. Und selbst? Oh, da muss er überlegen. Nee, weil mir mehrere Optionen einfallen. Nicht, weil mir nichts einfällt, sondern weil mir diverse Sachen einfallen. Ich muss mir ja eins. Welche ist dir denn als erstes eingefallen? Naja, als erstes ist mir schon eingefallen Goldstück. Ja, fertig. Gut, weiter geht's. Okay, nächste Frage. Ja, keine Zeit verlieren, ne? Achso, Holger, sortiert sich die Frage. Vervollständige diesen Satz. Ohne dich hätte ich nie... mich getraut, Lübeck zu verlassen. Ja, in die große, weite Welt rauszugehen und was Neues und zu erleben, über den Tellerrand zu blicken. Aber warst du doch vorher, bevor wir uns kannten, mehr in der großen, weiten Welt unterwegs als jetzt? Das stimmt, aber ich habe mir immer gesagt, ich würde niemals von Lübeck wegziehen. Erinnere dich an unser erstes Telefonat. Ja. Da habe ich dir gesagt, niemals würde ich aus Lübeck wegziehen. Das hätte ich ohne dich nicht getan. Okay, ohne dich hätte ich nie... Das wäre jetzt langweilig, wenn ich sagen würde, hätte ich niemals in Erwägung gezogen, nach Lübeck zu ziehen. Oh Gott, krass, ja. Hätte ich aber nicht. Abgefahren. Ne? Aber das ist zu einfach. Ist ja nicht, ja. Das ist ja nicht kreativ. Ich ziehe das zurück. Okay, also es gibt auch hier wieder viele Optionen. Ohne dich hätte ich nie den Gedanken gehabt, von alleine auf die Idee zu kommen, zu Hause ein Smart-Home-Lichtsystem zu installieren. Ja. Und jetzt sagst du, Alexa, mach den Kamin an. Mit intelligenten Birnen und so. Weil da bin ich ja doch immer noch so ein bisschen träge.
Ja, ich hätte diese technische Entwicklung mitgemacht, aber nicht jetzt so, eher so in 10 Jahren wahrscheinlich. Okay, das geht nicht. Die Frage wäre, gibt es etwas, das du mit mir das allererste Mal in deinem Leben getan hast? Ja. Eine große Achterbahn gefahren, ne? Eine richtig große. Ja. Richtig groß. Händchen haltend durch die Öffentlichkeit gelaufen? Nein, ne? Nee. Sex an außergewöhnlichen Orten? Schatz, darüber hatte ich aber schon vorher. Darüber reden wir nicht. Gibt es etwas, worauf du mir zuliebe verzichtest? Ja. Schon. Haustiere. Ja? Ja. Naja, ich habe ja versprochen, dass es ein Katzenhaus geben kann. In dem du dann lebst. Nein, in dem du mit deiner Katze besuchen kannst. So, letzte Frage. Was würde dir am meisten fehlen, wenn es mich nicht gäbe? Geborgenheit und dieses morgens aufwachen und sich freuen, dass es dich gibt. Das ist toll. Es ist ein Geschenk, morgens neben dir wach werden zu dürfen. Scheiße, das wollte ich sagen. Also, dann sage ich doch einfach dein Knuff-Knuff. Oh. Wir verlinken euch das Spiel mal unten in der Infobox, falls euch das interessiert. Das ist ein total schönes... Es sind 1000 verschiedene Fragen. Das ist wirklich gut. Es ist echt schön. Es kommen auch noch tiefsinnigere Fragen. Mhm. Wenn man als Paar auf der Autobahn unterwegs zusammen ist und ein nettes Gespräch führen will, wo man sind, also, ach, ich hab dich wirklich lieb. Das war wirklich schön. Vor allem lernt man sich nochmal ganz anders kennen. Und lieben. Komm, zieh noch einfach eine raus. Eine noch. Okay, eine letzte. Welches unserer total alltäglichen Rituale hast du besonders gern? Was ich nie hatte, dass wir zusammen ins Bad gehen. Das habe ich nie gemacht. In meinem Leben davor. Nie. Ich glaube ich auch nicht so richtig. Und irgendwie ist das... Ist das geil, morgens mit dir im Bad über jeden Scheiß zu lachen und den anderen Fragen zu stellen, während der andere die Zahnbürste im Mund hat. Schön. Ich glaube, das Licht fängt an zu flackern. Wir sollten das ausmachen, weil die Batterie wohl... wir verlinken euch das Spiel unten in der Infobox. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und warten weiterhin auf Hilfe. So, jetzt ist ein Mitarbeiter da, dann war der Park-Sheriff hier. Ich habe gefragt, was los ist, haben gesagt, liegen geblieben und jetzt wird unser Wagen gefahren und der muss hier oben drauf. Ich bin echt gespannt. Hallo. Bin ich drauf? Ja, der kleine Auto kommt auf die Rampe. Ja, jetzt scheiß drauf, jetzt sind wir auch noch abgeschleppt. Jetzt ist richtig scheiße. Jetzt sind wir nach Hause gefahren worden. Da ist er. Autowerkstatt. Ah, scheiße, Leute. Was haben wir uns das nicht vorgestellt? So haben wir es uns nicht vorgestellt. So, also. Ich würde sagen, das reicht schon für heute. Es war ein schöner erster Vlog. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und morgen erfahrt ihr, was mit dem Auto ist, ja, wie es weitergeht.